Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir aus der Gesund und Schön Reihe. Wer das Ganze noch nicht kennt, ich bringe jeden Monat ein Video raus zu guten Inhaltsstoffen, zu Produkten aus der Natur, zum Thema Gesundheit. Und diese Videos sind gekennzeichnet mit einer rosanen Blume im Titel. Dann seht ihr immer sofort, okay, es handelt sich jetzt um ein Gesund und Schön Video. Ich verlinke euch aber auch nochmal die ganze komplette Gesund und Schön Reihe als Playlist in der Infobox. Dann habt ihr wirklich alle Videos aufgelistet nach der Reihe und ich blende euch auch eine Info ein zur Playlist. Ja, und heute soll es sich um das Thema drehen, auf Naturkosmetik umsteigen. Ich werde ganz häufig gefragt, zum Beispiel sowas wie, ist dieses Produkt gut oder kannst du mir das empfehlen oder was kannst du mir empfehlen oder woran erkenne ich Naturkosmetik, warum bekomme ich Pickel von Naturkosmetik und solche Dinge. Und ich dachte mir, ich mache dann halt mal so ein Einsteiger-Video. Vielleicht hilft euch das so ein bisschen und bringt ein wenig Klarheit. Ich hoffe, das Video gefällt euch und ihr habt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und wenn ihr noch irgendwas ergänzen möchtet, könnt ihr das gerne in den Kommentaren tun. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Als erstes kann ich euch sagen, überall wo Natur draufsteht, heißt nicht sofort, dass es sich um Naturkosmetik handelt. Denn Naturkosmetik ist kein geschützter Begriff. Das ist nicht klar definiert in der Kosmetikbranche. Deswegen gibt es so Verbände, die sich zusammengeschlossen haben und Siegel erstellt haben, die klare Richtlinien definieren. Mittlerweile gibt es wirklich sehr, sehr viele Siegel auf dem Markt und man blickt da überhaupt nicht mehr durch und man weiß gar nicht jetzt, existiert dieses Siegel überhaupt. Denn auch Firmen gestalten sich einfach selber ihre kleinen Siegel und tun dann so, als wäre das Produkt getestet worden. Um so ein bisschen Klarheit zu schaffen, wollte ich euch einfach mal die wichtigsten Siegel nennen und was sie so bedeuten. Wirklich nur die wichtigsten, die so am häufigsten vorkommen, damit ihr so einen kleinen Überblick habt. Das bekannteste Siegel heutzutage in Deutschland ist das BDIH, kontrollierte Naturkosmetik-Siegel. Das sagt eigentlich nur aus, dass die Rohstoffe so weit wie möglich aus biologischem Anbau oder aus kontrollierten Wildsammlungen stammen. Und es wird hier auf synthetische Farb- und Duftstoffe verzichtet, aber auch zum Beispiel auf Silikon wird verzichtet, auf Paraffine und andere Erdölprodukte. Und auch Tierversuche sind nicht gestattet. Auch der Einsatz von Rohstoffen toter Wirbeltiere, wie zum Beispiel Nerzöl oder so Fette oder Kollagen, ist hier nicht erlaubt. Marken, die zum Beispiel oft dieses Siegel enthalten, sind zum Beispiel und Gretel-Produkte oder Benikos oder diese Luvus Heilerde, Sante, Sui, die verwenden dieses Siegel wirklich sehr häufig auf einigen Produkten. Das nächste Siegel wäre dieses Nature-Siegel, wird aber nochmal unterteilt in drei Qualitätsstufen. Und die Qualitätsstufen zum Beispiel werden mit einem Stern gekennzeichnet, die alle Grundanforderungen an naturkosmetischen Inhaltsstoffen erfüllen. Hat dieses Siegel zwei Sterne, sind es Naturstoffe, die zu 70% aus kontrollierten biologischen Anbau kommen oder aus der kontrollierten Wildsammlung stammen. Hat es drei Sterne, sind es 95% der Rohstoffe, die aus biologischem Anbau kommen. Und ja, Marken, die dieses Siegel verwenden, sind oft Lavera, Logona, Veleda, aber auch ganz häufig, meine ich, die Alverde-Sachen haben dieses Siegel. Auch Dr. Hauschka ist dabei. Also, ja, die beiden Siegel sind eigentlich so die häufigsten. Dann gibt es noch ein Siegel, was ich erwähnen möchte. Das ist das Demeter-Siegel. Das ist eins der strengsten Siegel, die man so auf dem Markt hat. Hier gibt es nicht nur die Regeln für die zugelassenen Inhaltsstoffe, sondern auch, wie sie produziert sein müssen. Diese Produkte gibt es auch meistens nur im Biofachhandel. Und meistens ist es auch vertreten eher bei Lebensmitteln, aber auch Kosmetik und Pflege ist mittlerweile auch öfter betroffen. Enthält ein Produkt über 90% diese Demeter-Rohstoffe, dann kann sich diese Kosmetik auch als Demeter-Kosmetik verkaufen. Und da finden wir Marken unter anderem Tautropfen oder diese Martina Gebhardt-Reihe. Diese enthalten auch Inhaltsstoffe in Demeter-Qualität. Und dann möchte ich euch noch ein letztes Siegel vorstellen, das ist einmal EcoCert. Hier liegt der Schwerpunkt vor allem auf die Umwelt, dass die Umwelt nicht zu stark belastet wird durch diese Produkte. Und das gilt auch für die Herstellung, aber auch für danach. Also gerade so Produkte, die abgewaschen werden, die dann ins Grundwasser kommen. Diese Stoffe sollen die Umwelt nicht belasten, da wird sehr darauf geachtet. Und hier zum Beispiel diese Nabla Soap Seife, die ich ganz gerne verwende, die ist auch eco-zertifiziert. Musik.
Ja, und nur weil jetzt ein Produkt, sag ich mal, sich als Naturkosmetik bezeichnen kann, heißt es leider auch nicht, dass es so gut für die Haut ist. Denn ich persönlich achte zwar schon auf die Siegel, aber mir ist noch wichtiger, was ist in diesem Produkt überhaupt drin. Es ist gut hautverträglich. Nur weil es Naturkosmetik ist, heißt es nicht immer, dass es super ist für die Haut. Wenn ich ein Produkt kaufe, dann achte ich auf einige Kriterien, die mir besonders wichtig sind. Und da ist es zum einen, dass das Produkt keine Parfümstoffe enthält, weil ich sehr zu Akne neige. Meine Haut ist oft sehr gereizt, ich neige zu Rötung und ich möchte so vorsichtig wie möglich mit meiner Haut umgehen und ich möchte sie nicht noch mehr reizen. Darum ist mir das unheimlich wichtig, dass das Produkt keine Parfümstoffe enthält. Oft werden da Begriffe verwendet wie Parfüm, Fragrance, Aroma, Flavor. Aber auch einzelne Parfümstoffe werden oft aufgelistet, wie zum Beispiel die besonders allergiefördernd sind, sind zum Beispiel Limonene, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, oder Linalool oder Kumarin. Auch viele ätherische Öle wie Lavendel können wirklich die Haut sehr reizen und deswegen versuche ich darauf zu verzichten. Wenn ihr auch eine sehr sensible Haut habt, dann solltet ihr auf sowas verzichten. Es gibt auch noch ein ganz, ganz gutes Video von der lieben Shenya. Sie hat mal ein Video gemacht zu Duftstoffen und ich verlinke euch das in der Infobox und blende euch das hier als Info ein. Da müsst ihr unbedingt mal reinschauen, da zeigt sie, wie ihr Duftstoffe erkennt. Weil nur wenn kein Parfüm draufsteht, heißt es nicht unbedingt, dass es kein Parfüm enthält, ja. Und das ist so ein bisschen schwierig zu erkennen und sie zeigt das ganz gut in dem Video. Naturkosmetische Marken, die zum Beispiel auf Duftstoffe verzichten, sind zum Beispiel hier die Reihe von Martina Gebhardt, die Schierbatterie, die ist wirklich sehr sensitiv zur Haut. Keine Duftstoffe oder die I+M Freistil Sensitiv Reihe ist ebenfalls ohne Duftstoffe. Aber auch CMD Neutral mit Salz vom Toten Meer ist ohne Duftstoffe. Lavera Neutral, Lavera Baby und Kinderneutral. Santa Verde Aloe Vera ohne Duftstoffe. Das sind so Reihen, die halt speziell für sensible Haut gemacht sind. Dann achte ich als nächstes auch darauf, dass das Produkt kein Alkohol enthält, beziehungsweise nur wenig Alkohol. Meistens ist es ja so, dass das Produkt, was als erstes oben steht, auch das meiste vom Produkt beinhaltet. Und das wird ja der Reihe nach dann aufgelistet. Und wenn Alkohol weit vorne steht, dann versuche ich dieses Produkt zu meiden. Ist Alkohol weiter hinten oder gar kein Alkohol enthalten, dann kaufe ich das ganz gerne, weil Alkohol auch extrem die Haut austrocknet und auch die Zellen schädigt. Und das ist nicht immer so vom Vorteil. Übrigens gibt es Sorten von Alkohol, wie zum Beispiel die Fettalkohole, die eher pflegend sind und die jetzt die Haut nicht so kaputt machen. Da gibt es auch ein gutes Video von der lieben Shenya, auch zu Alkoholen. Und das verlinke ich euch ebenfalls, weil das ist auch super, wirklich toll erklärt. Und wie gesagt, ich möchte nicht nochmal darauf eingehen, wenn es halt schon ein gutes Video dazu gibt. Serien, gerade so Pflegeserien, die ohne Alkohol sind, sind zum Beispiel die Serie von I+M, die Freistil Sensitivreihe. Sie enthält nur ganz, ganz eben 0,1% Alkohol. Und die Schierbatterei von Martina Gebhardt ist ebenfalls ohne Alkohol. Produkte, die zur Hautreinigung verwendet werden, da achte ich zum Beispiel besonders drauf, dass die Produkte keine Sulfate enthalten. Denn gerade auch Sulfate tragen die Schutzschicht der Haut ab und können sehr austrocknend wirken, sehr die Haut reizen und die Haut neigt zu Schuppen. Und da verwende ich halt auch ganz gerne hier die Nablus Soap Seife. Sie ist auch ohne Sulfate, ist sehr reinigend. Oder von Balea Ultra Sensitiv die Reihe, die ist ohne Alkohol, ohne Duftstoffe und ist auch recht mild zur Haut. Ihr könnt natürlich auch euer Gesicht mit Öl reinigen, das geht natürlich auch immer. Oder als Shampoo verwende ich ganz gerne das Santé Shampoo, weil das sehr milde Sulfate enthält. Oder ich glaube, es enthält Kokosulfate, die sind besonders mild. Oder auch Babyshampoos, wie das Babyshampoo von Veleda oder von, war das Hip? Ich weiß jetzt gar nicht, muss ich mal gucken. Die sind besonders mild und sind komplett ohne Sulfate und ja, damit komme ich ganz gut zurecht, weil sonst zum Beispiel auch meine Kopfhaut sehr stark gereizt ist und sehr ausgetrocknet ist und zu Schuppen neigt. Ja, dann werde ich natürlich häufig gefragt, oh nein, ich bekomme total viele Pickel und was ist mit meiner Haut los? Und ja, man muss sagen, dass meistens, wenn die Leute auf Naturkosmetik umsteigen, ist das wirklich ein Phänomen, dass sie erstmal Hautunreinheiten bekommen. Man weiß nicht genau warum. Häufig wird erklärt, dass es daran liegt, dass gerade wenn man früher zum Beispiel paraffinische Öle verwendet hat oder wenn man Silikon verwendet hat,
dass das ja eine Schutzschicht bildet auf der Haut und die Haut nicht mehr in der Lage ist, sich selber zu schützen, sich erstmal regenerieren muss und erstmal lernen muss, sich wieder selbst zu schützen, ja, dass sie wieder frei liegt. Und ob das so stimmt, man weiß es noch nicht, es ist jetzt nicht bewiesen worden, aber man nimmt es jetzt einfach mal so an. Ein weiterer Punkt, finde ich, was ich so für mich gemerkt habe, ist, ich habe am Anfang unheimlich viel Produkt einfach verwendet, viel zu viel. Gerade so bei Ölen, es reicht meistens 1 bis 2 Tropfen mit Wasser gemischt und zur Pflege. Das reicht vollkommen. Also man ist ja von den Cremes immer sehr gewohnt, sehr viel Produkt zu verwenden. Aber gerade bei den naturkosmetischen Sachen sind sehr pflegende Inhaltsstoffe enthalten. Und man neigt eher dazu, die Haut viel zu überpflegen. Deswegen kann ich euch empfehlen, einfach weniger Produkte auch zu verwenden. Und gerade wenn man jetzt auch eine Creme verwendet und ein Make-up aus der Naturkosmetik, kann die Haut sehr überpflegt werden. Also deswegen, wenn ich zum Beispiel Mineral-Make-up verwende, da ist überhaupt keine Pflege enthalten, verwende ich ganz gerne eine reichhaltige naturkosmetische Creme. Verwende ich aber zum Beispiel ein Make-up aus der Naturkosmetik, was auf Öl basiert, dann verwende ich manchmal gar keine Pflege oder wirklich ein Fluid oder sowas wie Aloe Vera oder sowas. Also da müsst ihr gucken, dass ihr so ein bisschen die Balance haltet. Ja, ein weiterer Tipp, den ich euch noch so geben kann, ist, wechselt die Produkte einfach nicht zu oft. Auch wenn ihr Unreinheiten bekommt, probiert es einfach weiter aus. Weil gerade wenn ihr so viel wechselt und dann bekommt die Haut vielleicht da ätherische Öle, dann wieder ein anderes ätherisches Öl, kann sie sehr gereizt werden und total mit Pickeln reagieren. Also wechselt die Produkte nicht zu oft, bleibt da wirklich dran. Wird es nicht besser, könnt ihr dann natürlich schon wechseln, aber ja, dieses häufige Wechseln von Pflegeprodukten und vom Make-up, ja, die Haut muss sich halt immer wieder neu umstellen und das ist manchmal schwer für die Haut. Also beansprucht sie nicht allzu sehr. Ich hoffe, das Video hat euch was gebracht und Spaß gemacht und ihr habt jetzt so ein bisschen mehr Klarheit. Ich freue mich schon aufs nächste Video, weil das hat jetzt zwar nichts mit Naturkosmetik zu tun, aber ich gehe bald zum Friseur und werde meine Haare färben lassen. Ich weiß zwar ehrlich gesagt noch nicht, was ich genau machen werde. Fakt ist, ich möchte keine Strähnchen mehr und ich möchte auch keine Ombre mehr. Ich kann Ombre einfach nicht mehr sehen. Irgendwie hat das momentan jeder und ich habe mich echt satt gesehen. Und was auch noch ansteht, ist, dass meine Zahnspange rauskommt und oh Gott, ich freue mich so mega. Und deswegen hoffe ich, dass ihr beim nächsten Video einschaltet. Ja, seht, wie ich mich so ein bisschen verändern werde und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Ciao!